Am liebsten würde ich mich jetzt in so eine Hängematte legen. Die Leute ruhen sich hier aus und schlafen. Jeder relaxed. Es ist einfach ganz entspannt. Und wir haben tollen Reisschnaps und Kokosnussschnaps und Bananenschnaps auch bekommen. Den mit den Schlangen haben wir heute ausgelassen. Werden wir das nächste Mal machen oder eben auf unserer nächsten, in unserem nächsten Reisestopp. Aber jetzt war so ein Mittagsschläfchen schon sehr, sehr angenehm, weil die Leute inspirieren oder animieren einen geradezu dazu, dass man sich ausruht. Es ist so wunderschön, aber wir werden jetzt noch ein bisschen durchhalten und uns weitere tolle Dinge anschauen und dann natürlich das nächste Essen erwarten. Bis dann. Ja, heute befinden wir uns auf unserer tollen Reise im Mekong-Delta. Das ist wirklich überwältigend. Also was wir hier bis jetzt gesehen haben, da folgen ganz viele Videos noch dazu und Fotos. Wir haben eine Python, die wurde mir um den Hals gelegt. Wir haben Bienen, wir haben eine Imkerei besucht, wir haben eine Kokosnussfarm besucht. Wir haben ganz, ganz tolles Essen hier serviert bekommen, eben auch. Das sehen wir hier, also diesen tollen Elefantenohrfisch. Da werde ich gleich mal ein bisschen probieren. Der kommt dann in eine ganz, ganz feine Tamarindensoße. Diese Soße ist übrigens sehr gesund, schützt vor unheimlich vielen Krankheiten. Also die Leute hier leben so, dass sie ganz, ganz viel Obst, Gemüse und natürlich auch fantastisch. Viele Kräuter nutzen, die sie auch vor Covid übrigens geschützt haben. Die hatten ja keine Impfungen und keine besonderen Vorkehrungsmaßnahmen. Das heißt, die haben hier sehr viel auf Nahrungsmittel und auf die Natur zurückgegriffen. Wir haben hier den sogenannten Sticky Rice. Das ist ja eine Besonderheit in vielen südostasiatischen Ländern. Das ist eben auch frittiert, teilweise mit Banane, teilweise mit Kokosnuss. Das ist eine klebrige Masse, die man eben zum Stopfen, zum Sättigen, aber auch eben so als Nachtisch nutzen kann. Es ist ganz was. Großartig. Und das kann man eben den ganzen Tag essen. Ich kann sowieso den ganzen Tag essen. Wenn ich auf Reisen bin, gerade in Asien, kann ich mindestens 5-6 Mal am Tag essen, ohne Probleme. Weil ich sofort wieder Hunger bekomme, ist dann immer etwas schwierig auf den ganzen Foodmärkten und auf den Streetfood, vor allem an diesen Streetfood-Adressen, weil da so viel tolles Angebot ist, dass man einfach dauernd essen muss. Hier haben wir noch ein Hühnerfleisch in einer, auch in Tamarindensoße. Das werde ich jetzt auch noch zu mir nehmen. Es ist enorm zart, es ist leicht scharf. Eine perfekte Mischung. Ja, wir haben Tempelanlagen besichtigt. Wir sind über einen kleinen Fluss mit einem Boot gefahren und werden jetzt dann noch ein paar andere schöne Destinationen besuchen. Und am Abend geht es dann zurück nach Saigon. Wir werden natürlich weitermachen mit ganz, ganz tollem Essen und euch auf dem Laufenden halten. See you then! So, jetzt fahren wir wieder zurück, nachdem wir wundervoll gespeist haben. Also besonders gut hat mir eben dieser frittierte Elefantenohrfisch geschmeckt. Das war wirklich eine Köstlichkeit sondergleichen. Aber auch der Rest, man kann ja in Wahrheit nicht wirklich was falsch machen. Aber wenn wir uns hier umsehen, was wir hier haben, sowohl das Essen als auch diese liebevollen Menschen und natürlich eben diese großartige Natur. Das ist ein Genuss. Wir haben ganz, ganz viele tolle Videos auch gemacht, auch von einer ganz, ganz kleinen Bootsfahrt am engen Kanal, am schmalen Kanal, wo man wirklich auch die Finger nicht an den Bootsrand geben darf, weil man sonst werden die Finger abrasiert, weil es alles so eng ist. Aber zwischen den ganzen Palmen und den Bambus Hainen und also es ist wundervoll. Und jetzt sind wir am Rückweg, werden noch ein paar Sachen anschauen und fahren dann zurück nach Saigon, wo wir am Abend weitere Food-Erlebnisse genießen dürfen und freuen uns schon sehr und wahrscheinlich wird uns auch unser lieber Freund Tran begleiten und uns ein paar nette Drinks zeigen und hat auch ein bisschen Fun, wo wir dann
wer weiß, wo wir enden. Es wird spannend.